Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Culling Lightning. Ach komm. So. Aha, aha, aha. Body Armor. Nein. Total bekloppt. Nächstes. Wir craften uns einen Beil und sind dann schon im Vorteil. Wir verkaufen die Knuckles. Was zum Henker ist denn jetzt los? Reiß dich. Und Blick. Was hat er gerade? Irgendwas hat er. Sind wir im koreanischen Server gelandet oder was? Augenblick bitte. Was ist das? Was? Ich bin auf dem Desktop und der schlägt zu? Why? Systemspeicher 50%. Ich bin noch da, aber es ist gerade sehr ungünstig für mich. Denn The Culling greift gerade auf der Hälfte meines gesamten Speichers zu. Ich versuche mal Ja, ich sehe dich. So, Litscher. Leg mal den Bogen weg. Nein, ich habe das gesehen, dass das grammatikale Scheiße war und deswegen schreibe ich das nicht. Man sollte versuchen, einen Satz zu schreiben und nicht drei kombinierte. So. Warte mal, wo war das denn? Hier drüben, ne? Guck mal da. Mhm. Komm. Das ist okay. Nee, er verkauft gerade was. War die falsche Seite. Das Ding ist, ich möchte Pfeile craften. Ich möchte. Ja, das ist das Einzige, was ich gerade brauche.
Gute Axt. Also lass mich bitte mal ganz kurz. Also erstmal ein Stein. Es tut mir urleid. Ich weiß nicht, was dort, was mein Prozessspeicher da im Hintergrund verursacht hat, dass sowohl CPU als auch, also dass alles gerade stillgelegt wurde. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Update mit hoher Priorität, das alles geblockt hat. Kann passieren, tut mir leid. Darf's aber eigentlich nicht. Es war ein bisschen irritierend, dass es direkt am Anfang passiert ist. Was? Warte. Ich hab's geahnt. Und das tat mir jetzt gerade selber ein bisschen weh. Er hätte dir nicht noch eine Sekunde warten können. Und zack. Ich kann das nicht fassen. Ich hatte die übelsten Lags in einem Speedrun-Game. Dann treffe ich auf jemanden, der sich nicht traut, einen anzugreifen, der Lags... Gut, sagen wir mal realistisch. Ich hatte Lags. Also, falls ihr mal zurückspult, ja. Ich hatte solche Lags, dass ich in der Luft stand. Es gibt keine Möglichkeit, höher zu springen als der andere Charakter, als das Spiel, als es anfing wieder zu laufen, bin ich auf dem anderen gelandet. Ist das der Hammer? Ich weiß nicht, ob die anderen beiden keine Body Armor hatten oder ob sie sich gegenseitig gerade schon sehr weit runtergeschlagen hatten, aber die Claymore war der Hammer. Ich setze sie so und gedanklich, also ich hätte das eigentlich, hätte ich mal sagen sollen, ihr kommt doch jetzt hier nicht hoch, oder? Klick, 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 wartet. Nein, ihr kommt doch, klick. Und dann standen sie vor mir und die Claymore war noch nicht ganz da. Und ich so, fuck. Und sie geht hoch. So schön. Ey, wie kann ich so ein Spiel gewinnen? Ich danke euch fürs Zusehen. Das ist ja der Hammer. Ach so, warte mal. Ich hatte den Iron Skin drin, ne? Auch noch, deswegen, weil ich war so nah an der Explosion und hatte noch 50 Leben. Ich habe mir, genau um die Claymore aufzuheben, habe ich mir ja den Iron Skin reingehauen. Das fand ich, das war gut. Schön. Also eine Aneinanderreihung von Zufällen, die sehr interessant war. Ich werde jetzt auch das Video nochmal zurückspulen. Ich will mal wissen, wie ich auf dem Typen gelandet bin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass ich, als es wieder losging, als der Fight begann, Junge, fang an zu reden, dass ich auf ihm gelandet bin. Ich werde mal nachgucken. So. Erstmal danke ich euch fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Macht es gut, bis dahin, euer Midnight. Wie konnte ich das nur gewinnen? Unglaublich.